Die Energiewende hat uns längst erreicht. Elektromotoren gibt es auch bei Booten schon lange. Doch Waterfitz geht noch einen Schritt weiter. Waterfitz Inhaber Bernd Scheiter macht den Traum vom völlig autarken, umweltfreundlichen Wasserwandern wahr. Ich bin ursprünglich Segler und Segeln in den Kanälen geht nicht, aber jetzt können wir aus der Sonne segeln. Das heißt, wir haben keine Geräusche mehr an Bord, wir haben Strom satt. Die Solaranlage produziert mehr Strom, als wir verbrauchen können. Und das war der Schritt in die Elektromobilität, auch fürs Boot, auch fürs Wasserwandern. 1,5 Jahre hat Waterfitz getüftelt und das Solarwanderboot von der Pike auf neu konstruiert. Und jetzt bauen wir von allen Kleinteilen immer noch wieder Modelle und nehmen davon dann eine Negativform ab, um von dieser Negativform wieder ganz viele Teile bauen zu können. Weil es soll ja eine Serienproduktion werden. Und hier findet jetzt gerade der Modellbau statt für das Dach innen, damit wir auch einen schönen Himmel haben, wenn wir in der Kajüte sitzen. Vom Rumpf über den Modellbau bis zur Serienreife ist die Voyager 900E in kompletter Eigenentwicklung entstanden. Das Boot ist 9 Meter lang, knapp 3 Meter breit. Das heißt, es ist zum Wasserwandern konstruiert und konzipiert. Sprich, die ganzen Binnenreviere, ob das die Masuren sind, ob das hier die Mecklenburger Seenplatte ist, dafür ist das Boot ausgelegt. Mit dem Solarwanderboot ist man autark unterwegs. Möglich wird dies durch das Herzstück des Bootes, die Solarpanels. Auf dem Boot sind insgesamt 2,4 kW Solarfläche verbaut. Das sind hier oben auf dem Dach über der Plicht sind es 4 Platten à 400 Watt und vorne auf dem Kajütdach sind es 2 Platten à 400 Watt. Und die 2,4 kW Solar, die reichen also völlig aus, um das Boot autark über den Sommer mit Strom zu betreiben. Im Winter kann die Voyager 900E an Land sogar als Energiequelle für ein Eigenheim dienen. Auf dem Wasser liefert das Boot aber vor allem Fahrspaß, auch beim Blick auf die Batterie. Die Fahrwerte stimmen auch alle so, wie ich mir das vorgestellt habe. In Zahlen letztendlich fahren wir jetzt gerade mit knapp 2,2 kW, fahren schon um die 9 Kilometer pro Stunde und könnten rein aus der Batterie so noch 6 Stunden weiterfahren. Die Höchstgeschwindigkeit der Voyager 900E liegt bei 14 Kilometer pro Stunde. Doch Bernd Scheiter mag es gern gemütlich. Er genießt die Natur. Und das mit gutem Gewissen, denn das Solarwanderboot fährt komplett emissionsfrei. Die frische Brise haben wir um die Nase. Sonst ist hier nichts. Was soll denn auch riechen? Das ist ein absolut reines Wassererlebnis. Man spürt schon, dass da irgendwo ein Motor läuft, aber das ist in keiner Art und Weise irgendwie störend. Das Plätschern vom Wasser ist zu hören. Mehr kann ich hier nicht vernehmen. Immer mehr Menschen verbringen ihren Urlaub in Deutschland. Dabei sind Hausboote gefragter denn je. Waterfitz überzeugt mit moderner Antriebs- und Bootsbautechnik. Gerade Anfänger wird der 2x90 Grad drehbare Motor überraschen. Dadurch, dass wir den 2x90 Grad schwenken können, können wir das Boot damit tatsächlich auf der Stelle drehen. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Angst haben in irgendeinem engen Hafen, sondern wir können da vorwärts reinfahren, gucken, wenn keine Lücke frei ist, drehen wir einfach hart zu einer Seite. Müssen wir natürlich gucken, alles im Blick behalten, dass wir nirgendwo anecken. Und dann dreht das Boot auf der Stelle um. So einfach ist das mit unserem Boot. Das Schöne beim Elektroantrieb ist auch, dass ich auf dem Punkt das Gas dosieren kann. Das heißt also von Null Leistung über ganz minimal kleine Leistung bis zur vollen Leistung, es steht immer alles sofort zur Verfügung. Völlig lautlos und ohne externen Strom. Unterwegs in der Seenlandschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Das wird mit der Voyager 900E ab 2022 auch ohne Bootsführerschein möglich sein. Ja, jetzt bauen wir innen weiter aus. Das sind diverse Detailarbeiten noch zu erledigen und die Serie fängt an. Das zweite Kasko haben wir auf dem Hof, das dritte ist in Arbeit, sodass wir bis zum nächsten Frühjahr, hoffe ich, 4 bis 5 Boote schon fertig haben werden und die Saison vernünftig mit Solarbooten starten. Leise, ohne Geruch, ohne Stinkerei, perfekt manövrierfähig, noch mal größer als unsere bisherige Flotte, mehr Platz, mehr Komfort. Ja, Wasserwandern auf einem ganz neuen Level.